unser Umzug in die Bretagne geht jetzt weiter. Wir waren jetzt 6 Wochen lang in Deutschland und am Sonntag geht es dann wieder los in die Bretagne. Baina, komm her! Dieses Mal endgültig, aber was heißt schon endgültig, weil Weihnachten kommen ja eigentlich schon wieder. Aber unser Lebensmittelpunkt wird dann ab Sonntag in der Bretagne sein und dann sind wir nur noch zu Besuch in Deutschland. Hund ist wieder eingefangen. Und was ist der Plan für die nächsten Tage? Für die nächsten Tage werden wir jetzt hier diesen Anhänger wieder vollpacken. Das ist jetzt der 5., glaube ich, ne? Ja. Der 5. Anhänger, mit dem wir rüberfahren. Wir packen aber dann noch einen, den dann ihre Eltern 2 Wochen später mitnehmen. Also das heißt, insgesamt 6 Anhänger haben wir gebraucht für unseren Umzug. Ja, wenn wir jetzt mit Gott, ne? Wenn wir knuddeln, guck mal hier. Im letzten Video waren wir uns ja noch nicht sicher, ob wir die Photovoltaikanlage hier schon kaufen, aber... Tada! Da sind jetzt 20 Platten a 400 Watt, also 8 Kilowatt. Dazu haben wir einen 10 Kilowatt Wechselrichter. Wir haben aber jetzt uns gegen einen Speicher entschieden, aber ja, was wir uns bei dieser Anlage gedacht haben, da werden wir irgendwann nochmal näher drauf eingehen. Und jetzt heißt es, den ganzen Kram, der hier rumsteht, auf den Anhänger zu verladen. Wir haben jetzt vorne schon das Fahrrad platziert, das dient quasi so als Abgrenzung nach vorne hin. Dann haben wir hier quasi schon ein Fundament geschaffen, wo jetzt gleich die Palette draufkommt, wo wiederum die ganzen Photovoltaikplatten draufkommen werden. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum nehmt ihr überhaupt so viel Holz mit? Haben die in Frankreich kein Holz? Doch, die haben in Frankreich auch Holz, aber so einen guten Holzhändler, wie wir hier zur Verfügung haben, haben wir da noch nicht gefunden. Und das Holz, was es da im Baumarkt gibt, das hat nicht die Qualität wie das, was wir von aus Deutschland hier besorgen können. Da sind jetzt unter anderem Dachlatten bei, aus denen wir unser Gewächshaus bauen. Die Glasscheiben dafür sind ja schon drüben. Jetzt folgt das Holz. Außerdem ist eine Fassade für den Wintergarten dabei aus Lärchenholz. Und ich habe gestern übrigens meinen Ohrring verloren, weshalb ich gerade einen Stern von Annika drin habe. Die Solarplatten samt Unterkonstruktion sind jetzt auch schon drauf. Das Problem, was wir jetzt noch haben, ist, dass wir einige Sachen haben, die nicht nass werden dürfen. Bei der letzten Überfahrt hat es ja nicht geregnet, aber dieses Mal wird es, so wie es gemeldet ist, doch regnen. Deswegen müssen wir die ganzen Sachen, die jetzt nicht nass werden dürfen, hier so ein alter Schrank für die Werkstatt, beziehungsweise eigentlich ist es eher eine Tischlerei, die ich mir da aufbauen werde. Das hier wird mal der Frästisch für die Werkstatt. Auf jeden Fall, die ganzen Sachen müssen wir jetzt irgendwie regensicher verstauen und das ist gar nicht so einfach. Ja? Ja, hallo? Ich bin gerade hier am Verpacken. Kann ich in einer halben Stunde zurückrufen? Ja, okay. Ja, bis gleich. In diesem Karton ist übrigens Holz aus dem Panama-Kanal drin. Als der Kanal vor, ich weiß nicht, ich glaube über 100 Jahren geflutet wurde, wurden nicht alle Bäume, die an dem Rand waren, gefällt, aber die wurden jetzt über die Jahre oder die werden jetzt zur Zeit auch noch immer wieder gefällt. Und hier ist Holz von genau so einem Baum, der 100 Jahre im Panama-Kanal stand drin. Und das finde ich schon ziemlich nice. Was ich damit mache, weiß ich zwar auch noch nicht so genau, aber das werdet ihr irgendwann in kommenden Videos auch sehen. Mittlerweile ist Sonntag und der Anhänger ist wieder mal bis an die Grenze vollgemacht. In der Zwischenzeit haben wir auch noch 100 Kilo Getreide geliefert bekommen, damit wir in Frankreich sofort anfangen können, unser eigenes Brot zu backen, worauf wir uns, glaube ich, schon ziemlich freuen. Ne? Ja, definitiv. Wir haben uns in den letzten Tagen von unseren Freunden auch schon verabschiedet, was auch wirklich sehr emotional war. Gleich kommt nochmal die engere Familie, von denen werden wir uns dann auch noch verabschieden und dann geht's los. Wir haben uns also jetzt verabschiedet und wir sind gerade auf die Autobahn aufgefahren. Irgendwann hat mir mal gesagt, wir wollten um 16 Uhr los. Es ist dann doch irgendwie 7:15 geworden mit dem ganzen Packen, aber egal, das macht uns nichts. Dann kommen wir 3 Stunden später an. Wir haben ja auch keinen Stress. Abschied ist natürlich immer schwer, aber unsere Familien freuen sich natürlich auch für uns mit und wir freuen uns auf jeden Fall wieder zurück in der Bretagne zu sein. Auch Baina ist fröhlich in den Kofferraum gesprungen und mit einem Knochen hinten in der Box ist alles gut und wahrscheinlich pennt die ganze Nacht durch.
wir werden so schwer, wie wir schon wieder beladen sind, wahrscheinlich 14 Stunden unterwegs sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Bretagne im Gartenstuhl wieder. Prost! Von wegen die ganze Nacht durchschlafen. Weil Ina hat sich gerade einmal bemerkbar gemacht und wir mussten einmal kurz Not halten, weil sie echt stark gejault hat und musste auch dringend pinkeln. Ups. Ja, jetzt haben wir sie hier zwischen uns sitzen, aber gleich bei der nächsten Rastpause, also auf dem nächsten Rastplatz, werden wir sie dann, ja, werden wir nochmal kurz einmal eine Runde gehen mit ihr und soweit es geht, und dann kommt sie auch wieder nach hinten in ihre Box. Endlich angekommen. Ich glaube, wir haben noch nie so lange gebraucht, weil wir schon ganz am Anfang einmal das Problem hatten, dass der Anhänger angefangen ist zu schlingern. War jetzt nicht hochdramatisch, aber wir sind danach wirklich vorsichtshalber nur noch mit 80, 85 auf dem Tacho weitergefahren und wurden reihenweise von den LKWs überholt. Aber wir sind heil angekommen. Und jetzt zeigen wir euch, wie Baina auf ihr neues Zuhause reagiert. Oh Gott. Hallo, meine Kleine. Ja, du bist zu Hause. Ist das? Ja. Hi. Super gemacht. Also nur gepennt, ne? Hallo. Oh, mutig. Ja. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hey. Du wirst jetzt nie mehr wieder eingesperrt. Guck mal, Baina, das ist irgendwann unser Schlafzimmer. Hui. Ja, kaum ist Baina im Haus, macht sie schon Terror. Chaos, Ina. Nachdem wir uns heute mal richtig schön ausgeschlafen haben, geht es heute da weiter, wo wir vor 6 Wochen aufgehört haben, nämlich hier bei dem Betonboden. Wir haben hier schon die Grundierung am Start und jetzt werde ich erstmal die Fläche absaugen und dann erst die eine Hälfte grundieren, dann alles, was jetzt hier steht, rüber auf die andere Hälfte und dann die andere Hälfte grundieren. Ich habe von dem, was ich hier mache, eigentlich auch keine Ahnung. Deswegen hoffe ich mal, dass das ansatzweise richtig ist. Aber ich finde, das sieht bisher ganz gut aus. Und von daher mache ich jetzt einfach genauso weiter wie bisher. So, die erste Hälfte ist geschafft. Die erste Kanister ist auch leer, den zweiten haben wir Gott sei Dank noch. Und ich finde, das sieht schon mal sehr gut aus. Und in der Zeit, wo das jetzt hier trocknet, suche ich mir irgendwo anders Arbeit, denn Arbeit gibt es hier genug. Zum Beispiel muss dieser alte Hühnerstall noch abgebaut werden, weil wir die Fläche gleich brauchen werden für die Solarpanels. Die müssen wir noch irgendwo erstmal einlagern, bis die ganze Anlage installiert wird. Wir werden zwar auch wieder Hühner haben, aber die werden mit Sicherheit nicht in diesem alten Käfig hier hocken. Das ist irgendwie total die Platzverschwendung, den Käfig hier in dem Gebäude hier zu platzieren. Und im Handumdrehen ist dieser Stall weg. Sage ich ja, Hühnerstall im Handumdrehen weg. Und wir können diesen Platz jetzt kurzfristig als Lager nutzen. Oh, herrlich. Kennt ihr diesen Duft von Möglichkeiten am Morgen? Nein, Spaß. Eigentlich sind es nur die Kühe von nebenan. Und hier bin ich auch schon an der Aufgabe für heute. Die Terrasse sieht zwar auf den ersten Blick eigentlich noch ganz gut aus, aber die ist doch ziemlich kaputt und teilweise sogar auch morsch. Und außerdem für diesen Platz, wo jetzt diese Terrasse steht, haben wir eine andere Idee. Und deswegen baue ich die jetzt ab. So, die Terrasse ist also abgebaut und wie ich die Terrasse abgebaut habe, kam mir der Gedanke, dass wir aus diesen Balken noch guten Spalier für Himbeeren bauen können. Das soll dann da hinten hin, wo Annika gerade den Boden frei macht. Ich habe dafür 2 von diesen alten Pfostenträgern auf diese Steine geschraubt, die wir noch in der Ruine hatten. Und jetzt werde ich mir noch 2 Pfosten dafür aussuchen, werde die ein bisschen abschleifen, ölen und dann stellen wir das mal da hinten hin.
ich öle die Pfosten jetzt doch nicht, sondern nutze hier irgendwie so eine Lasur, die wir irgendwo zwischen all den Sachen letztes Mal gefunden haben. Und die sieht noch echt gut aus, deswegen benutze ich erstmal die. Es ist so wie bei allem, was man hier startet, es dauert länger als erwartet. Wir wollten eigentlich die Himbeerpflanzen direkt hier in die Erde setzen, bis uns dann aufgefallen ist, dass wir hier auf Teer stoßen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die Himbeeren in die Kübel zu pflanzen und die Kübel hier auf ein kleines Kiesbett zu stellen. Aber wie das Ganze hier fertig aussehen wird und noch vieles mehr, seht ihr dann in dem nächsten Video. Jetzt müssen wir nämlich noch einkaufen fahren. Du meinst wohl, ich gehe einkaufen und du bleibst mit bei Ihnen im Auto.